mich fasziniert die Genauigkeit, mit der ich arbeiten muss, dass es hier nicht um Millimeter geht, sondern um Tausendstel Millimeter teilweise. Und generell das Arbeiten mit Metall ist auf jeden Fall ein sehr schöner Werkstoff. Ich bin Robert Jahn, ich lerne hier den Zerspanungsmechaniker und bin jetzt mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr angekommen. Unsere Fertigungstechnologien sind sehr speziell. Wir bewegen uns in unserer Produktion und auch in der Entwicklung immer zwischen Kleinstserien und größeren Stückzahlen. Deshalb sind die Anforderungen an die Produktion, an die Mitarbeiter sehr individuell. Die erste Methode ist die darbietende Methode. Das bedeutet, der Ausbildungsleiter arbeitet vor, der Azubi arbeitet nach. Und im späteren Verlauf der Ausbildungszeit kommt dann die erarbeitende Methode zum Zug. Das bedeutet, dass die Azubis ihre Arbeit selber planen, durchführen, kontrollieren und anschließend kommt dann die Bewertung. Und das ist dann im Zusammenhang mit dem Feedback von mir und dem Azubi. Ich arbeite viel in der Produktion mit, lerne dadurch auch mehr Genauigkeit, da das ja halt kein einfaches Übungsstück ist oder so, was dann weggeworfen wird danach. Durch den Einbezug in den Prozess, in den Fertigungsprozess, werden die Azubis natürlich auch angehalten, ein großes Stück Verantwortung mit selber zu tragen, wo wir natürlich unsere Fehlerquote so gering wie möglich halten müssen. Besonders schön ist es, wenn wir junge Leute finden, die neugierig sind, die neue Dinge einbringen, die auch alteingesessene Strukturen mal hinterfragen. Und wir legen sehr großen Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter an seiner Position, die er heute hat, auch eine Entwicklungsperspektive findet. Ja, ich finde das schon schön bei dem Ausbildungsberuf, weil man am Ende des Tages wirklich was hat und sagt, das habe ich gemacht.